Heute geben wir dir einfache Tipps und Tricks für die IHK-Prüfungsvorbereitung für Veranstaltungskaufleute. Vor der Prüfung gibt es einiges zu tun. Zuerst gilt es, alle wichtigen Unterlagen zu haben. Stoffkatalog der IHK und Rahmenlehrplan, für dich nützliche Fachliteratur und Fachunterlagen und natürlich Originalprüfungen mit Musterlösungen. Gleichzeitig kannst du dir auch eigene Lernkarten, Fächerkataloge oder Themenblöcke erstellen. Schaffe dir Freiraum zum Lernen und mache dir einen persönlichen Zeit- und Lernplan. Arbeite dich intensiv in die Themenfelder ein. Wenn möglich, ist es auch ratsam, mit Mitprüflingen zu lernen, um gemeinsam Probleme und Inhalte auszutauschen und zu klären. Trotzdem ist es wichtig zu wissen, auf welche Weise man am besten lernt und dies intensiv zu tun. Am wichtigsten bei der Prüfung ist es für dich, dich in die Perspektive des Fragestellers zu versetzen. Was möchte er hören? Ein kurzer Blick über die nachfolgenden Fragen kann dabei helfen. Denk daran, die Prüfungsfragen sind dein Briefing, die Prüfer deine Kunden und deine Antworten das Produkt. Bleib bei den Antworten objektiv. Vor allem bei dem ungebundenen Teil und der mündlichen Prüfung musst du aktiv, nicht defensiv sein. Rechtfertige dich also niemals. Denn das Schwierigste an einer schriftlichen Prüfung ist es, das monatelang angeeignete Wissen an nur 2 Tagen unter Beweis zu stellen. Die Prüfung hat also punktuellen Charakter. In weiteren Videos werden wir dann auf genaue Themen der Prüfung eingehen und deren Grundlagen erklären. Wir hören uns!